Heute bauen wir den Winston Lithium Akku zusammen, LiFePO4, 300 Amperestunden. Wir haben diesen gekauft bei Nothagel Marine in Deutschland. Zu Beginn messen wir die Spannung der vier Zellen. Das ist 4 mal 3,4 Volt. Eine Zelle, die dritte Zelle, weicht etwas ab, ist aber nicht wild. Dann haben wir das ganze Zubehörmaterial, den Über-Unterspannschutz, die Verbinder, der dicke Kabel, Balancer links unten, Montagematerial, dünne Kabel, Schrauben, Sicherung, alles dabei vom Lieferanten und eine ausführliche Beschreibung ebenso. Und zum Schluss hier noch die kleinen Temperaturfühler. Hier haben wir unsere vier Zellen. Wir messen nochmal zur Deutlichkeit die vier Zellen durch, 3,43, 3,43 und die dritte 3,42 Volt und die letzte Zelle 3,43 Volt. Also die eine Zelle hat eine minimale Abweichung, ist nicht wild, denn wir montieren auch Balancer und diese werden das ausgleichen. Dann bringen wir Kontakt-Antikorrosionspaste auf die Pole. Das ist spezielles Mittel, wird auch mitgeliefert. Und dann werden die Verbinder montiert. Achtet darauf, es ist wirklich gefährlich. So Lithium-Akkus können extrem hohen Strom liefern. Also arbeitet langsam und vorsichtig. Und so werden die Balancer dann montiert. Beim ersten Pol kommt eine große Schraube rein. Die wird dann mit dem Imbusschlüssel festgezogen. Und dann kann der Balancer montiert werden. Zur Sicherheit entferne ich die Verbinder, dann kann es keinen Kurzschluss geben. Dann nach Anleitung die ganzen Kabel montieren und festziehen. Dann der nächste Querverbinder und wieder Schraube dran. Und wirklich vorsichtig machen, dass es keinen Kurzschluss geben kann. Ich habe die Enden der Balancer mit schwarzem Tape abgeklebt, dass ich nirgends was falsch verbinden kann. Und erst wenn ich sie montiere, entferne ich das Tape. So, zweiter Balancer ist montiert, dann wieder mit Unterlegscheibe und Ring montieren. Dritter Balancer drauf, Schraube mit Unterlegscheiben drauf. Alles erstmal handfest und später was fester angezogen. Die Pole habe ich dann extra abgeklebt, dass ich nicht, weil jetzt könnte ich einen Kurzschluss verursachen mit dem Werkzeug, dass ich keinen Kurzschluss machen kann, einfach abkleben, denn ja, es ist einfach, kann einfach sehr gefährlich sein. Dann den vierten Balancer drauf und den Stromabnehmer vom Pluspol. Nun montieren wir die Temperaturfühler, die werden im Balancer eingehängt. Ist ziemlich schwer, die dort einzuhängen, weil die Klemme ist ziemlich starr, aber mit ein bisschen Druck und dann kann man sie reinklemmen. Und sie passen auch genau zwischen die Zellen. Hier sieht man, wie man das reinquetschen muss. Tut ein bisschen weh. Man kann die Temperaturfühler zwischen die Akkus klemmen oder legen. Das sieht man auf dem Bild noch nicht. Einfach in die Löcher zwischen den Zellen reindrücken. Dann auf den Sicherungsblock, 250 Ampere Sicherungsblock, die Antikorrosionspaste auftragen und mit Unterlegscheiben korrekt montieren. So, soweit der Akku. Nun brauchen wir noch ein Gehäuse. Wir haben das aus relativ dickem Multiplex Holz gebaut. Da passt der Akku dann rein. Er wird bei uns gelegt und zugeschraubt. Dann den Über- und Unterspannschutz einbauen. Der bei falscher Spannung trennt er den Akku vom Netz, von den Verbrauchern. Dann den Über-Unterspannschutz mit einem dicken Kabel montieren am Akku. Und soweit ist der Akku eigentlich schon fertig gebaut. Nun werden wir zum Überprüfen, schließen wir ihn einmal am Ladegerät an, denn er war vorgeladen vom Lieferanten. Und jetzt schließen wir ihn mal an. Wir haben hier von Victron Energy ein 30 Ampere Ladegerät und damit laden wir den mal auf seine 14,2 Volt. Mal schauen, was er jetzt so hat.
Er lädt jetzt mit 29,6 Ampere, kann man messen. Hier 14,21 Volt und dann geht der Strom runter. Ja, das war der Akkuzusammenbau. Ich habe ihn schlussendlich ins Wohnmobil eingebaut. Der alte AGM-Akku konnte raus. Solarregler ist schon montiert und da kommt dann der neue Akku ins Akkufach. Ist alles ein bisschen knapp, denn die sind etwas höher als normale Bleibatterien, aber hat schlussendlich gepasst. Und so ist er bei uns montiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentare alle gerne unten rein und abonnieren nicht vergessen. Es kommen noch viele weitere Videos über unsere Elektronik und auch über unsere Reisen. Danke fürs Zuschauen.